Sie war Schneiderin. Die hat in der Weberei gearbeitet, über viele Jahre. Und hat natürlich auch was, alles, was Familie anging, alle Änderungen und so weiter, für uns fertig gemacht. Schlecht? Ja. Zu viel Schokolade gegessen. Ah. Zu viel Schokolade gegessen. Zu viel Schokolade. Nö. Sie sind doch 100 geworden. Da muss man doch fotografiert werden. Ja. Müssen Sie mal lächeln. Müssen Sie mal lächeln. Ich will zu wenig schlafen. Machen wir gleich. Im Augenblick können Sie gleich noch schlafen. Da kommt ja nachher der Besuch. Die Sabine und der Wolfgang kommen nachher. Dann gibt es Torte. Was denn? Oh, ich bin schlecht. Oh ja, zu viel Schokolade. Siehst du? Alles Gute zum 100. Geburtstag von der Gemeinde Tekenwöl. Ein Blumenstrauß. Die ist heute 100 Jahre. Ja. Habt ihr schon gesungen? So. Einmal ein bisschen Ruhe. Im Namen des Landes Schleswig-Holstein gratuliere ich Frau Rosa Liebhold zum 100. Geburtstag am 4. Februar 2017. Und verbinde damit meine herzlichsten Glückwünsche der Ministerpräsident Thorsten Albig, Kreispräsident und Landrat Dieter Haasen, Amtsdirektor Herbert Lorenzen. Und das Amt gibt noch mal 25 Euro. Bitte schön. Ich kann nicht mehr reden. Mock nix. Ich lese alles für. Danke. Ich stelle dich vorher. Hier für die Post. Schönen Tag zum Feiern. So habe ich mir das gedacht. Oh. Und sie sitzt auf dem Thron. Oha. Großartig. Da kommt der Besuch. Ach, wer auch nicht nötig. Sie trug gewärmte Plätze heute. Das ist eine Vegan-Torte. Tante Rosa, ich bin Sabine. Alles Gute zum Geburtstag. Zum Geburtstag, alles Gute. Ja, der Wolfgang ist da. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. 100 auf Alderstedt feiern, ne? Die 100 sollen sie auf Alderstedt feiern, hoch im Norden. Ne? Gucken Sie mal. Dankeschön. Das ist die 100. Weiß ich nicht, was ich sehe. Gar nichts? Können Sie das gar nicht sehen? Viel. Nee, aber können Sie die 100 sehen? Ha. Guck mal da. Frau Lippold, da. Eine Gurkenblume. Und ein Schmetterling. Ja, ein Jane ist dran. Ja, haben wir. Ein Kuchen. Ja. Für dich? Das ist Ihr Geburtstagskuchen. Den sollen Sie ganz alleine essen. Oh ja. Passt doch. Was war nein? Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Liebe, zum Geburtstag viel Glück. Ein Brotmesser examiniert. Ich bin der nächste Buchhalter. Ich bin sehr nett. Das war's ja.
Sie hört schlecht? Also Bezugsperson war eigentlich meine Mutter die ganzen Jahre. Aber die ist vor, ich sag mal jetzt, sechs Jahren. An ALS gestorben. Sodass ich dann in die Verantwortung eingetreten bin, mich um sie zu kümmern. Und bis vor 3,5 Jahren hat sie auch noch alleine gelebt. Selbstständig hat sich auch wirklich jeden Tag selbst gekocht, mit allen Katastrophen, die damit verbunden waren. Ja, und dann hat sie die übliche Karriere gehabt, Oberschenkelhalsbruch. Und dann war natürlich Ende mit dem Zuhause-Leben. Natürlich auch. Da kann man nicht mit auslaufen, oder? Aber wie sie letztes Jahr schön gesungen haben. Und gleich kommt es. Anderthalb Jahre nicht. Was kann? Ich komme überall zwischen. Ganz so gut. Gehen wir weiter. Wohnen Sie hier in der Gegend? Wir wohnen in Hamburg. Kannst du holen, ja? Oder holen wir einfach was? Vorbereitet ist ja sonst alles schon. Ein Tag für uns ist das Beste, was man hat. Auf dem Weg nach Tönning zum Einkaufen sind das 5 Minuten Umweg, dass man eben, und wenn es nur eine Viertelstunde ist, vorbeischaut. Aber sie merkt, hat eben den Zuspruch. Einmal jemanden in den Arm nehmen, einmal drücken, einmal guten Morgen sagen. Das ist das Schönste, was man kriegt. Ich bin 83. Oh, ich habe noch ein paar Jährchen nach. Genau. Wir sind diejenigen, die noch übrig geblieben sind. Mein Gott. Meine Mutter ist ja nicht bei ihren Eltern groß geworden, sondern bei der. Ein bisschen sortieren. Das scheint wohl der. Das war für sie ein echtes Trauma. Habt ihr bei Brüder von Tante Rosalie? Das Problem ist, ich kenne die gar nicht so. Ich war sie eine ganz schnieke Frau. Aber verändert hat sie sich auch nicht großartig. 37, das könnte später schon gewesen sein. 40, ja, Mitte 20 würde ich sagen. Man vergisst immer. Das ist ja mal schön, das Foto. Das finde ich richtig. Da lacht sie auch richtig. In unserer Generation zieht man einfach weg. Und dann verliert man auch, außer zu den Eltern, den Draht. Frau Rode hat alles richtig gemacht. Frau Rode und ihr Team. Ja. Genau. Ohne die bin ich ja nisch. Genau. Hallo Tante Edith, Onkel Robert. Wir sind auch für euch da heute. Ja. Alles gut hier. Bis bald. Und tschüss. Ja.